Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Und was ist? Wir sind wieder hier. Na, das ist ein Blödsinn. Was ist? Nichts ist. Ich bin hier. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf jeden Fall habe ich heute den ganzen Tag einen Türstock gehobelt, einen Falz hineingefressen, eine Nut für die Türdichtung und diese alten Türen etwas schon angefangen zum Herrichten. Die habe ich mir vor Jahren schon gekauft, wo, also in einem alten Haus, habe ich sie herausgestemmt. Der Stock war nicht mehr zu retten. Der war schon sehr morsch. Und bei diesen Türen war der untere Teil morsch. Den habe ich einfach weggeschnitten. Ich werde euch das kurz zeigen. So hat das Türblatt unten ausgesehen und dann habe ich es abgeschnitten. Hier ist es noch sehr gesund. Jetzt ist das unterste Fries natürlich nicht mehr so breit. Im Türblatt waren hier diese Bänder drinnen, die habe ich aber jetzt alle herausgenommen. Also die Nägel habe ich hineingeschlagen, damit ich das herausnehmen kann. Also alte Fitschenbandel, nur etwas eigenartig um die Ecke und hier nochmal geschraubt zusätzlich. Und ich habe mir Holz ausgehobelt, auf die Breite geschnitten. Die habe ich hier mit BU-Leim hineingeleimt. Ich will nicht, dass das hier offen ist. Und im Stock waren diese Bänder drinnen. Diese Arbeit wollte ich mir nicht antun, da es nicht gerade einfach ist, so starke Bänder einzustemmen und dann noch darauf achten, dass die Türe luftmäßig schön aufgeteilt ist. Das war mir eigentlich zu viel Stress. Ich habe mich dann für so Blum 3D-Bänder entschieden. Die sind in alle möglichen Richtungen einstellbar. Ich kann die Türe nach oben drehen, nach unten, seitlich, vor, in alle Richtungen. Ich könnte sie, glaube ich, sogar fast einmal im Kreis herumdrehen. So super. Super ist das. Dazu gibt es hier diese Schablone. Da habe ich mir die Türblätter hineingelegt in den Rahmen, den ich gerichtet habe, also in den Stock. Dann legt man sich das hier auf, bohrt diese zwei Löcher in den Stock hinein für den männlichen Teil und für den weiblichen Teil bohrt man hier ein. Das kommt dann in die Türe. Den Stock habe ich mir jetzt nur mal hergestellt, auf Gärung geschnitten und oben ein Domino eingefräst. Von außen und oben eine 6x140er Schraube gegeben. Hier sind die Löcher, die ich gebohrt habe mit dieser Schablone. Hier ist eine kleine Nut für die Dichtung und das hier habe ich ausgefalzt. Also mit dem Falzhobel auf zweimal habe ich das gefräst, denn mein Falzhobel hat 4 cm und das hier sind 4,5 cm. Also die nächste Arbeit morgen wird sein, diesen Türstockrahmen, Stockrahmen hier anzuschrauben, auszurichten, die Waage und rundherum Schaum geben, dass es dicht ist. Eine so Lasur besorgen und werde das hier streichen. Diese eine Tür habe ich auf dieser Seite schon angeschliffen und die werde ich jetzt noch, auch werde ich hier die restlichen hier einleimen. Dabei könnt ihr mir zusehen. Hier einen BU-Leim, den nehme ich immer für so Sachen, wo ich das Gefühl habe, ein normaler Leim wäre nicht geeignet. Viel habe ich nicht mehr davon. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Wenn der Leim ein paar Minuten gezogen hat, geht der auf wie ein BU-Schaum und füllt quasi die Hohlräume rundherum an und es ist zu. Und hier sieht man die neuen Löcher, die ich gebohrt habe. Das habe ich immer so gemacht, dass ich nicht genau hier bin, sondern etwas Abstand habe von den alten Löchern. Die waren nicht, dass ein Nagel noch oder ähnliches drinnen ist und ich diesen Nagel dann erwische, das wäre ja sehr traurig. Wenn man diese Löcher gebohrt hat für die Bänder, ist es auch immer sehr sinnvoll, etwas auszureiben. So schaut das gleich viel schöner aus. Also früher, vor 50 Jahren, 60, 70, kann ich mich noch sehr gut erinnern, da war ich jung. Da hat man Türen immer oben angeschlagen, genau in der Mitte und unten. In letzter Zeit werden die Türen im oberen Drittel eigentlich so in der Art. Da wird es sicher auch ein bestimmtes Maß geben, wie das gemacht wird. Ich mache das halt so nach Gefühl und ganz unten. Also hier eher oben und unten noch. Das Türblatt will ja von Gewicht her nach unten und daher sind oben zwei Bänder, die fangen den Zug besser ab und die Türe bleibt stabiler. Sie setzt sich nicht so. Das ist, glaube ich, der Plan dahinter. Jetzt habe ich das auch so gemacht. Gefallen tut mir eigentlich schon die altmodische Art besser, aber etwas mit der Zeit muss man auch gehen. Den Drücker hätte ich natürlich auch liebend gerne heruntergenommen, dass ich schön mit der Farbe überall hinkomme, aber ich bringe diesen Imbusschrauben nicht mehr heraus. Und ich will mir da jetzt nicht irgendwas antun mit Ausbohren, Gewinde neu nachschneiden oder dergleichen. Ich lasse das einfach und streiche. Es hat auch noch an zwei Stellen Schrauben gegeben. Unten bei dieser Türe war eine Wetterleiste, also so ein Holzleistchen mit einer Schräge oben, mit ein paar 10 Grad ungefähr, dass das Wasser unten quasi nicht ans Hirnholz kommt, sondern abfließt quasi vom Türblatt. Da waren auch einige Schrauben, die sind nicht mehr aufgegangen, aber die habe ich mit einem Lötkolben heiß gemacht und dann sind sie eigentlich sehr leicht herausgegangen, denn durch diese Hitze ist diese Schraube aufgegangen und hat sich wieder zusammengezogen und es war kurze Zeit mehr Platz um die Schraube herum
Und so geht das leicht heraus. Das könnt ihr mal versuchen, wenn ihr mal ein Problem habt mit einer Schraube. Das funktioniert wirklich sehr gut. Am Weg ins Bett habe ich den Polyester-Kit gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, aus, ich spachtle alles noch, was größere Schäden hat, spachtle ich alles aus. Bei mir härtet das besonders elastisch hart mittelzäh aus. Und das geht nur mit dieser speziellen Mischtechnik. Und das wollte ich euch ersparen. Aber hier eine interessante Sache. Hier ist das sehr weg, also sehr weggesprengt schon. Und auch dieses Teil ist komplett weggefallen. Das werden wir jetzt richten. Dazu brauche ich zwei Zwingen. Die Spachtel brauche ich auch. Aber nur damit ich das etwas in die Höhe drücken kann, dass ich Leim hineinbringe. Das war jetzt gleich ein wenig zu viel, aber egal. Den überschüssigen Leim, den extrem vielen, was ich jetzt hier genommen habe, kann man gleich ein wenig wegwischen. Jetzt lege ich diesen einen Teil auch hinein. So. Und jetzt ist es etwas kompliziert, hier einen Druck auszuüben. Jetzt lege ich Papier inzwischen, sonst würde ich mir das ja mit anleimen. Jetzt lege ich mir diese Staffel herauf. Auf der Rückseite unten lege ich das bei, damit ich keinen Abdruck in die Türe mache. Jetzt ziehe ich einmal hier an und einmal hier, aber nicht zu viel, sonst drücke ich diese Füllung vielleicht gleich durch. Perfekt, jetzt putze ich hier gleich noch ein wenig den Leim weg. Aber jetzt gehe ich wirklich schlafen. Wenn ich jetzt ein Nudelbrett machen würde oder einen kleinen Hocker, das schaffe ich in einem Tag locker. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kirchturm mauern müsste, das schaffe ich einfach nicht. Also ich gehe mit den Hunden. Einen wunderschönen guten Morgen. Für mich ist es zumindest ein guter Morgen, denn es ist morgen. Also es hält auf jeden Fall. Das muss ich dann herunterschleifen, aber ich muss so und so auch diesen Kittüberstand wegschleifen. Es ist kalt. Ich werde jetzt aber diesen Stock einbauen und hierzu muss ich die Folie wegnehmen. Und dann würde ich quasi für den Garten heizen und das ist unnötig. Daher werde ich das als erstes gleich machen, dann kann ich die Folie von außen wieder hinhängen und dann kann ich einheizen und kann wieder normal weiterarbeiten. Als erstes drehe ich diese Schrauben heraus. Jetzt habe ich den Stock grob ausgekeilt und habe mir eine Latte geschnitten, die genauso lang ist, dass sie von hier bis hierher reicht. Die kann ich mir jetzt hier unten reinlegen in den Falz. Und wenn das hier und hier dann ohne Luft anliegt, passt das. Jetzt ist noch Luft. Dass noch Luft ist, ist klar. Ich habe ihn noch nicht ausgerichtet. Und ich werde mit so Spezialschrauben, die gehören eigentlich zu Fenster und zur Türenmontage, mit sowas werde ich es anschrauben. Wenn die Schrauben zu kurz sind, ich habe da jetzt nicht geschaut, ich habe da verschiedene, werde ich normale Spackschrauben nehmen. Nicht, dass mir dann was verrutscht, wenn das alles eingekeilt ist. Beim Bohren könnte was verrutschen. Jetzt bohre ich lieber jetzt vor. Natürlich reibe ich das auch aus. Jetzt teile ich mir hier oben links und rechts die Luft auf. Circa habe ich es eh hingestellt und eingekeilt, also es wird schon halbwegs passen. Hier habe ich 2,3 und hier habe ich 2. 3 mm sind im Endeffekt egal, aber ich werde hier noch einen Schlag rüber machen und jetzt verkeile ich es wieder. Jetzt kann mir das nicht mehr verrutschen. Jetzt habe ich hier 2,1 und hier habe ich auch 2,1. Jetzt stelle ich diese eine Seite in die Waage. Passt ganz genau.
Normal wäre ja unten so ein Winkel eingenutet, also so ein Winkel, der bei der Türe unten in den unteren Falz auch an die Dichtung andrückt, damit es von unten dicht ist. Aber ich will ja hier mit dem Hubwagen fahren. Jetzt wäre das natürlich sehr störend. Wenn so ein Winkel unten wäre, hätte ich unten die Latte auch nicht hin müssen, denn dann würde der Abstand von Haus aus passen. So muss man da ein wenig improvisieren. Unten habe ich noch Luft, das heißt, ich muss auf jeden Fall unten rüber. Ja. Hierzu werde ich es links verkeilen, damit ich, wenn ich drüben jetzt herüberschlage, das nicht mehr rein kann. Das ist jetzt quasi fix. Jetzt müsste hier die Waage natürlich auch passen und hier passt auch. Oben, das wird einen Buckel machen, aber das ziehe ich mir dann mit den Schrauben rauf. In der Waage bin ich, ich sehe gerade, der Boden ist genau in der Waage und da habe ich eine Eisenschiene mitbetoniert. Beim Abziehen war das dann recht einfach und dann kann man gar keine Fehler machen, wie gerade abziehen. Jetzt muss ich messen, ob die Flucht passt. Also der Stock und die Türe muss natürlich in Flucht mit dieser Wand laufen. Ich habe mich da hier nach diesen Staffeln schon gerichtet. Also es könnte sein, dass ein Millimeter jetzt um ist, aber ich will es trotzdem nachkontrollieren. Hierzu halte ich mir einfach eine 3 Meter Latte hier an. Nicht fest dagegen drücken, sonst ist das Maß ein falsches. Und jetzt Kontrolle. Hier habe ich 13,2 und hier habe ich auch 13,3. Dieser 1 mm ist verkraftbar. Wenn man mit der Wasserwaage, also mit der 3 Meter Latte jetzt so misst und misst hier, sagen wir 13 cm und hier 13,2 und unten misst man hier 13,5 und drüben 12,8 und man sieht, der ist quasi so schief, dann muss man es dementsprechend in die Waage richten. Nicht, dass man sich mit einem Maß noch weiter entfernt, sondern beim in die Waage schlagen. Ich schreibe mir das jetzt auf. Ich habe hier stehen, links oben, ich hoffe, das könnt ihr sehen, habe ich 12,8 gehabt und links unten 13,4. Und rechts oben 13,5 und rechts unten 13,3. Unten war 13,4 und oben war 12,8. Jetzt bin ich natürlich unten nach außen und oben herein, bis ich in der Waage war. Und jetzt ist das wirklich ganz genau. Also nicht, dass man sich beim in die Waage stellen noch weiter von dem fertigen Maß, vom richtigen Maß entfernt. Jetzt kommt das Anschrauben an die Reihe. Hierzu muss ich natürlich hinten auspacken, denn wenn ich jetzt die Schraube hineindrehen würde, würde ich das verziehen, obwohl das mit diesen Spezialschrauben eigentlich geht, ohne dass man auspacken muss, aber das zeige ich euch jetzt. Also wenn ich diese Schraube hier jetzt hereindrehe, so, jetzt habe ich das ausgepackt und jetzt kann ich eigentlich weiter anziehen. Immer schön, dass die Schraube hier bündig ist. Genau. Auf der anderen Seite mache ich dasselbe. Das Gewicht muss unten aufstehen, also der Stock muss unten aufstehen. Wenn man ihn auf einer Seite höher muss, weil er dann in der Waage erst ist, ist es sinnvoll, auf der anderen Seite was wegzuschneiden, dass immer beides aufsitzt. Und es muss auch aufstehen wegen dem Gewicht, dass das Gewicht wirklich unten aufsitzt, sonst würde sich das mit der Zeit setzen, denn die Schrauben haben ja auch eine Distanz und der Schaum und alles, also das würde nicht halten. Bei Fenstern dasselbe. Fenster werden rundherum ausgekeilt, geschaumt, geschraubt und unten steht es aber auf Backel auf, mit denen es ausgeglichen wurde und das Gewicht drückt immer nach unten quasi. Oben, das habe ich schon angeschraubt und ausgebackelt. Und hier habe ich, bei diesem Steh habe ich unten fixiert und oben fixiert. Habe geschaut, dass es in der Waage ist und diese Sutte, also diese Spannung vom Holz, kann man hier gut sehen, hier ist 3 mm Luft. Er ist aber in der Waage. Hier dieser Punkt und der unterste Punkt sind genau waagrecht. Das ist dann natürlich nicht gut, denn dann würde die Türe in der Mitte aufliegen und oben und unten hätte sie Luft, sie hätte Spannung. Hier macht man einen ganz einfachen Trick. Am besten ist es, wenn man einen zweiten, eine dritte Hand zur Verfügung hat, die die Bohrmaschine hält. Wenn man das nicht hat, versucht man es einfach. Und wenn man viel Gefühl hat, funktioniert das. Ich zeige euch das. Ich werde das jetzt in einem Zug hintragen, sonst glaubt ihr, ha, der Manuel schneidet das. Also das ist jetzt in einem Zug. So. Und jetzt
passt die Luft. Und die Waage, jetzt ist dieser eine noch. Wieder das Beilagbäckelchen. Mein ursprünglicher Plan war ja, hier auf BU-Schaum zu verzichten und einfach die Zwischenräume jetzt mit Steinwolle auszustopfen. Aber manchmal sind die Abstände so weit gewesen zum Balken, das schwingt mir zu viel. Irgendwie fühle ich mich jetzt wohler mit BU-Schaum. Das mache ich jetzt. BU-Schaum schütteln. Ich fahre jetzt in einen farbentechnischen Türanstrich-Fachladen und werde mir eine Lasur holen, die mir gefällt. Ich zähle jetzt bis 1000 und dann fahre ich ganz schnell los. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt werde ich erstmal zuhängen, dass der Stock auch im Warmen ist. Wichtig ist, den Stock darfst du nicht berühren. Zeit sich ein, dann geht's weiter. Ich habe mich für die Farbe Palisander entschieden. Hier in der Dose hat es jetzt so extrem dunkel ausgeschaut, dass ich gleich Angst bekommen habe. Aber so passt das. Ich hätte es natürlich lieber mit Leinölfarbe gestrichen, aber dann hätte ich jetzt ganz lange keine Türe herein können. Und das halte ich nicht mehr aus jetzt. Also ich will jetzt schon eine Türe herinnen haben. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich natürlich, wie auch das letzte Mal, habe ich mich auch sehr gefreut, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Auf jeden Fall sage ich danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ja.